Mehrseillängen. Standplatzbau. Wie funktioniert das? Wir sind hier unterwegs im Alpstein an den Kreuzbergen auf dem schmalen Südrippli. Schmal und ausgesetzt ist auch hier der Standplatz. Als erstes nehme ich meine Selbstsicherungsschlinge Dual Connect Adjust von Petzl. Aus meiner Sicht das beste System am Standplatz. Die großen Vorteile davon: Man kann alles genau prüfen vor dem Abseilen und das System besteht aus einem dynamischen Seil. Nun hängt man sich am Zentralkarabiner ein. Tobi, mein Partner, kann nun die Nachstiegssicherung abbauen. Beide hängen mit der Selbstsicherungsschlinge am Zentralkarabiner. Das Wichtigste am Standplatz ist das Seilmanagement. Hierzu habe ich extra eine Anleitung erstellt, die ich euch hier kurz erkläre. Vor der ersten Seillänge muss das Team sich Gedanken machen, wer die zweite Seillänge vorsteigt. Denn dementsprechend anders fällt das Seilmanagement am Stand aus. Links auf der Folie seht ihr die zwei Klettermöglichkeiten. Entweder Wechselführung oder Raupenführung. Bei der Wechselführung steigt der Nachsteiger weiter und macht die zweite Seillänge gleich auch noch. Gelb 2. Bei der Raupenführung steigt der Vorsteiger wieder weiter. Blau 3. Nun komme ich zur schwarzen Matrix. Klettert man in der Wechselführung, ist die erste Wahl ein Haufen am Boden. Und die zweite Wahl, Seil aufnehmen, lang zu kurz. Klettert man in der Raupenführung, ist die erste Wahl ein Haufen am Boden. Und die zweite Wahl, Seil aufnehmen, kurz zu lang, besser aber noch Seil neu durchziehen. Dieses Szenario haben wir hier. Also wir klettern in der Raupenführung und Tobi konnte wegen des schmalen Standes keinen Haufen am Boden machen. Er hat in diesem Fall das Seil aufgenommen, jedoch fielen die Seilschlaufen von kurz zu lang nicht optimal aus und ein Flippen des Seiles hätte da nur Probleme verursacht. Hier ziehe ich nun das Seil durch und nehme es lang zu kurz auf. Denn beim Sichern ist es sehr wichtig, dass das Seil ohne Knöpfe genutzt werden kann und man sich so hundertprozentig auf das Sichern des Partners konzentrieren kann. Jetzt machen wir die Materialübergabe. Die Expressen, die ich als Nachsteiger abgenommen habe, muss ich meinem Vorsteiger übergeben. Ich bin fertig und hänge Tobi an die Körpersicherung mit meinem Tuber ein. Ob man hier nun Körpersicherung oder Fixpunktsicherung macht, ist die Frage, die ich mir selber stelle und noch klären muss. Was meint ihr? Bitte schreibt mir die Kommentare dazu. You're safe, Tobi. Sauber. Hier sieht man noch einen wichtigen Punkt. Vor dem Losklettern muss eine Expresse gesetzt und das Seil eingehängt sein, und zwar oberhalb des Sicherungsgerätes. Ansonsten hat der Tuber keine Bremskraft. Nun muss ich Tobi sichern mit voller Konzentration. Im Falle eines Sturzes hängt sein Leben von mir ab. Wichtig ist, dass eine Bremshand das Seil jederzeit umschließt. Die Bremshand muss immer unter dem Sicherungsgerät, sprich der Gerätelinie, bleiben.
damit die Bremswirkung des Tubers gewährleistet ist und dies beim Seil ausgeben oder einziehen. Tommy? Wenn keine Aktion passiert, nimmt man am besten beide Hände als Bremshand. Nur beim Seil ausgeben wird eine Hand dafür benutzt. Ja? Bin ich noch 10, 15 Meter? Sauber. Seil frei! Sobald der Partner Stand hat, kann ich ihn aus der Sicherung rausnehmen. Ja. Nun kann ich den Standplatz abbauen. Ja. Tobi gibt mir noch Klettertipps. Der Standplatz wird so abgebaut, dass man möglichst lange am Zentralkarabiner eingehängt bleibt. Nun mache ich den Nachstieg und ich helfe mir in dieser Situation mit der Expresse. Adrenalin pur, du. Der Film zur ganzen Südripli-Überschreitung habe ich euch unten verlinkt. Hier nochmals die Standplatz-Rope-Management-Anleitung. Der Haufen am Boden ist eigentlich immer die erste Wahl, weil es hier die wenigsten Probleme der Seilverstrickung gibt und dadurch ein gutes Seilausgeben möglich ist. Man sollte sich immer vor der Tour absprechen, wer wo vorsteigt. Damit kann extrem Zeit gespart werden und man kann sich voll auf das Sichern des Partners konzentrieren.